Nein, nein, geht schon, da kannst du es nicht mehr übersehen. Das ist auch schön. Aber es ist schon nah dran. Ja. Halt, wenn man dann so einen wunderschönen weißen Sandkeller. Wenn Sie da greift und da einen hinten an den Wänden, dann macht sich hier überhaupt nicht schmutzig, weil das ist wieder dasselbe Sand, den ihr euch jedes Jahr hineinlegt, auf den Malediven, in die Karibik. Ja. Also das ist nur feinster Sandstein. Also man sagt, vor 20 Millionen Jahren war hier das Urmeer. Das Urmeer ist zurückgegangen und das Sand ist übrig geblieben. Der Löss ist über uns. Man spricht ja von vielen Kellern Lösskeller. Aber Löss ist Flugsand. Ja. Den Keller dazu gekauft und da vorne ab der Tür hat er dann weitergegraben. Ja, also man hat schon gesehen, das ist verschüttet und dann hat er sich gedacht, naja, er graubt da weiter. Und man hat dann wirklich hier herunten Reste einer kleinen Kapelle gefunden, so wie diesen Stein hier. Und man vermutet, wie oben noch die Burg gestanden hat, muss es da herunten schon so einen Kultraum gegeben haben, von den zuletzt dann fünf Mönchen, die da oben rot kamen.